Machen das mal. Boah, scheiße, wie mache ich das am besten? Nee, Beschwörungsmonster kriege ich jetzt auf jeden Fall nicht hin. Nee. Ja, komm, entfernen wir den mal. Und rufen unser schwarzes Magiermädchen. Wieso hat schwarze Magiermädchen keinen Effekt hat? Wie Hochdrachen Erzunterwäldler. Wundert mich. Schwarze Magiermädchen ist eigentlich auch ein sehr, sehr bekanntes Monster. Ja, gucken, was macht er jetzt? Macht. Ich glaube, der wird nicht mehr wirklich viel reißen können. Och, der ist schon wieder so eine Karte. Das ist ja hier voller Kriegerdeck. Das ist ja schlimm. Hilf eine Schicksalsheldkarte ab, ziehe zwei Karten. Okay. Schicksalsheld. Boah, da kommt mir auch irgendwie bekannt vor. War das nicht in der GX-Staffel? Ich meine ja. Bin mir aber nicht gerade sicher. Können. Ne, schade. Ich denke mal, wir hauen. Naja, fast hauen wir den aus den Socken. Oder hauen wir den aus den Socken? Das sind 700. Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Oh. Nein, der hat noch 100 Lebenspunkte dann übrig. 100 verfickte Lebenspunkte. Ah. Das ist schon wieder so ärgerlich, ne? Ah. 100 kleine Lebenspunkte. Ey, das gibt es doch nicht. Egal, spätestens nächste Runde segnet er das Zeitliche. Ja, das ist eindeutig aus der GX-Staffel, ne? Das ist so Heldenstadt oder so, heißt die, ne? Finstere Stadt. Ja gut, oder so. Aua! Kleiner Wichser. Ja, komm, wir aktivieren die mal. Ja, komm. Kann ja nicht schaden. Aktivieren. Andere Position des gegnerischen Monsters oder übernimmt die Kontrolle über einem gegnerischen Monster. Wir übernehmen das Monster von dem. Nee. Oh, ein Monster soll ich als Tribut auswählen. Oh. Ups. Egal. Mal ein bisschen Spaß hier haben. Ein bisschen Gegner noch ärgern. So, jetzt hat er sein letztes Stündchen geschlagen. So, und tschüss. Gewonnen! Unser Deck ist eigentlich schon recht stark, eigentlich, ne? Doch, das ist okay, eigentlich, das Deck. Vor allem, wie oft dieser Nathan hier runden rennt. Oder diese Figur da. Nicht gerade wenig. Was ist passiert? Oh nein, ich habe verloren. Du hast es richtig erkannt. Du hast gnadenlos verloren. Oh, wir brauchen noch ein Feld, dann kommen wir zum Gegner wieder. Und wir kriegen genau ein AP. Ein einzigen. Hey du, hast du einen Schlüssel? Nein? Hm, dann vergeude ich auch meine Zeit nicht. Na egal, das ist dann wohl Schicksal. Duellieren wir uns. Einer von den beiden da aus der 5D-Staffel. Wie heißt die nochmal? Das ist die Schwester von Leo. Ich weiß nicht mehr den Namen. Und halt diesen Ritter da. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Einer von den beiden hat garantiert einen Schlüssel, den ich kriege. Geisterlehrling heißt ein Deck. Oh, gute Karten bekommen. Vor allem Verstärkung. Eine gute Karte. Kann uns hier und da mal den Arsch retten. Eria mit ihrem Vertrauten. Irritiert mich gerade so ein bisschen. Boah, wir könnten jetzt unser Monster richtig aufpumpen. Boah,
durch Verstärkung, was ja nur eine Runde leider Gottes wirkt, und durch Drachenseelenschwert. Boah, das wäre extrem. Er würde nochmal 500 Angriffspunkte durch Verstärkung bekommen, womit er dann 2900 hätte für einen einzigen Angriff nur. Und das ist natürlich eine ganze Stange. Shit. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, scheiße. Nein, will ich nicht. Bringt mir gerade eh nichts. Nein. Jetzt kriegen wir wieder wahrscheinlich so reingeflattert. Nein. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Das tut jetzt weh. Das tut jetzt weh. Okay. Was will ich mit Verstärkung jetzt? Ich habe kein Monster. Hallo? Yeah. Aber ich brauche wahrscheinlich gleich diesen Gagagigo. Ey, Gaga. Ey, Alter, ich bin Gaga. Oh, wir setzen erstmal den riesen Steinsoldat verdeckt. Oder. Oh, wir setzen die mal verdeckt. Nein. Wir rufen Eden mal. Nein. So, wir gehen mal in den Angriff über. Ja, jetzt will ich es aktivieren. Gib das Monster an. Das hier natürlich. Achso, ich bin ja schon in der Battle-Phase. Hoppala. Was hat den schlimmeren Effekt? Indem du einen Außer der Elf-Verzauberin von deiner Spielfeldseite auf den Friedhof legst, kannst du diese Karte aus deiner Hand oder aus deinem Deck als Spezialbeschwörung rufen. Kommt diese Karte im folgenden Effekt während ein Kampf zwischen dieser angreifenden Karte und einem Monster im Verteidigungs dessen Death, bla bla. Oh scheiße, Alter. Ey, das ist gemein, Alter. Das ist eine richtig gemeine Karte, ne? Oh. Aber der ruft nicht als Spezialbeschwörung so. Oh. Einen will ich nicht. Immer noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich damit auch Monster gerade zerstören kann. Da steht noch nichts bei. Eine Karte. Wirf eine Karte ab. Ja, komm, wir riskieren es mal. So. Die Karte will ich ablegen. Aber wir können alles zerstören. Sehr schön. Was zerstören wir da mal? Mit ihren Vertrauten. Die hat so viel Der Typ hat so viele Vertrautenkarten. Ich habe mich so ein bisschen irritiert gerade. Lichtschwerter, ey! Gib es nicht. War denn 7 Sterne Monster war das, ne? Oder 6? 7. Nitro-Synchron ist ein 2 Sterne Monster, das ist ärgerlich. Oh, nicht Battle-Phase. Battle-Phase bringt mir gerade nichts. Boah, ich brauche also ein 5-Sterne-Monster. Ich habe hier ein 3-Sterne, 4-Sterne und ein 2-Sterne. Tja, dumm gelaufen, Kollege, ne? Ach nö. Macht er das auch noch platt, ey. Wieder ein 4-Stern. Ah, das ist zu schwach. Naja, da rufe ich lieber mal nicht. Das ist mir zu riskant. Oh Mann, das ist gar nicht gut. Ich glaube, wir kriegen dieses Duell voll fett auf den Arsch. Insektenritter, jawoll. Jawoll, ja. Aber wir können eh noch nicht angreifen.
Ich brauche 5 Sterne, Monster. 5 Sterne. Ey, was ist... Ey. Alter. Ja, komm, wechsel wieder in Angriffsposition und zerstör meinen Insektenritter. Ey, der macht... Ey, scheiße, der macht jetzt alle platt. Alter, ich könnte jetzt gerade kotzen, ne? Aua, scheiße, das ist gar nicht gut. Karate, man, der bringt... Der zögert dort nur hinaus, im Endeffekt. So. Aber so viele vertrauten Monster kann er doch nicht mehr haben. Oder doch? Ja, das ist ärgerlich. Pum, weg, ja, ich weiß. Ich kann hier gerade nichts reißen, ich habe gerade nur scheiß Karten. Okay. Wähle Eigenschaft, ändere die Eigenschaft des Monsters, das mit dieser Karte ausgerüstet wird. Und die gewählte Eigenschaft, okay. Boah, ich brauche jetzt eine gute Karte. Gute. Jawoll, ja. Und wir kriegen sogar eine gute. Kann diese Karte uns noch den Arsch retten? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, jetzt dein Feld auf jeden Fall zum Glück erstmal leer. Komm. Ich mach dich eh platt. Boah, ey, Scheiße. Glück im Unglück. Ein Monster kontrolliert nur kein Monster. Ja, da könnte, hätte uns gerade auch den Arsch retten können. Ja, da. Ich könnte ihn jetzt eigentlich dazu provozieren. Soll ich mal dazu provozieren? Weil das sind ja 7 Sterne insgesamt. Komm, dann mache ich jetzt einfach mal. Auch wenn das vielleicht uns den Sieg kostet.